Aktuell sieht vieles danach aus, dass wir tatsächlich in diesem Monat die ersten offiziellen Infos zur Nachfolgerkonsole der Nintendo Switch bekommen könnten. Welche Hinweise es genau darauf gibt, warum die Chancen aktuell so gut ausschauen und was meine Meinung dazu ist, darum soll es in diesem kurzen Video gehen. Vorab lasst noch gerne ein Abo da, falls ihr, was Nintendo News angeht, immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Thema. In den letzten Wochen war es bezüglich der Next-Gen-Nintendo-Konsole etwas ruhiger geworden und so dachten viele Spieler, besonders nach der letzten Nintendo Direct, in welcher ja eine Vielzahl von großen Games angekündigt wurden, dass wir wohl in diesem Jahr keine News mehr bezüglich der Nintendo Switch 2 bekommen werden. Nun jedoch haben sich gleich mehrere Gaming-Journalisten und Analysten zu Wort gemeldet und via X verlauten lassen, dass wohl noch in diesem Monat die neue Konsole von seitens Nintendo das erste Mal vorgestellt werden könnte. So schrieb der Gaming-Journalist Chris Tring via X übersetzt, dass wohl in diesem Monat in Anführungszeichen etwas bezüglich der Nintendo Switch 2 passieren wird. Und da Chris Tring für das Gaming-Magazin Games Industry arbeitet und ja ein renommierter Gaming-Journalist ist, hat so eine Aussage schon ziemlich Gewicht. Bestätigt wurde der Tweet ebenfalls von dem Branchenanalyst David Gibson, welcher mit einer Ankündigung bzw. Vorstellung der neuen Konsole zwischen dem 18. und 26. September rechnet. Was nun genau im Laufe des Monats bezüglich der Switch 2 passieren könnte, ist natürlich ebenfalls reine Spekulation. Ich persönlich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir entweder einen Preview-Trailer zur Konsole bekommen könnten oder, was ich sogar noch für wahrscheinlicher halte, eine separate Nintendo Direct zur Konsole. Ebenfalls für eine Direct würde auch die Tatsache sprechen, dass wir ja vor kurzem mit der Indie World und der Partner Showcase Präsentation quasi eine 40-minütige Doppelpräsentation bekommen haben, was es vorher von seitens Nintendo noch nie in der Form gegeben hat. Und naja, der Grund für diese Doppelpräsentation könnte nun der sein, dass sich Nintendo für diesen Monat den Präsentationsslot, wenn man das so nennen will, freihalten wollte, da dieser dann für die neue Konsole gedacht ist, aber das ist wie gesagt nur eine Theorie von mir persönlich. By the way, wurde die Nintendo Switch damals auch so ungefähr in dieser Jahreszeit das erste Mal im Rahmen eines Trailers vorgestellt und anschließend dann im darauffolgenden Jahr, genauer gesagt im März 2017, auf den Markt gebracht. Also es spricht schon vieles dafür, dass wir in diesem Monat endlich die ersten Infos bekommen könnten. Was wiederum gegen einen zeitnahen Trailer oder eine Direct für die neue Konsole sprechen würde, wäre zum einen das Weihnachtsgeschäft für Nintendo, denn ja, ich denke, das würde ein wenig darunter leiden, da, naja, viele Leute wohl keine Nintendo Switch mehr kaufen werden, wenn bereits eine Nachfolgerkonsole angekündigt werden würde. Daher wäre es bezüglich dem Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall smarter, die Infos zur neuen Konsole erst danach zu veröffentlichen. Allerdings wurde das, wie gesagt, bei der Nintendo Switch damals auch nicht gemacht. Ebenfalls gegen eine baldige Ankündigung der Konsole sprechen auch die ganzen großen Nintendo Games, die jetzt demnächst noch auf den Markt kommen, sprich Zelda Echoes of Wisdom oder auch Mario Party Jamboree. Denn da würde Nintendo bei einer Ankündigung auf jeden Fall die Aufmerksamkeit mehr auf die neue Konsole ziehen, was, denke ich, aus Marketing-Sicht eher kontraproduktiv wäre. Aber auch das sind, wie gesagt, nur meine Gedanken dazu. Wie gesagt, hat das Nintendo damals bei der Ankündigung der Switch auch nicht gestört. Daher, ja, könnte es gut sein, dass wir die ersten Infos zur Next-Gen-Nintendo-Konsole bereits im Laufe des Monats bekommen könnten. Über die potenziellen Features der neuen Konsole habe ich ja schon einiges in meinen letzten Videos gesagt, also falls ihr euch dafür interessieren solltet, schaut euch gerne das Video an, welches ich euch oben in der Infocard verlinkt habe. Aber ja, so viel zu den aktuellsten Gerüchten rund um die Nintendo Switch 2. Ich bin echt gespannt, ob wir im Laufe des Monats endlich die ersten Infos zur Konsole bekommen werden. Ich habe aber ehrlicherweise ein gutes Gefühl dabei. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Comments. Ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat das kleine Update-Video ein klein wenig gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.